Ein ehemaliges Schulhaus und die Stephanuskirche, das ist alles, was von der Gemeinde Kruan übrig geblieben ist. 1938 und 1939 mussten alle 750 Bewohner das Dorf verlassen. Es wurde dem Truppenübungsplatz Münsingen zugeschlagen. Seit 1968 finden jedes Jahr an Pfingsten wieder Gottesdienste in der Kirche statt. Hier gedenkt man den Bewohnern, die ihr Albdorf verlassen mussten. Die Gottesdienste sind immer bis auf den letzten Platz gefüllt. Bis heute sind unter den Besuchern viele Zeitzeugen, mittlerweile mit Angehörigen bis in die dritte Generation.